Servus Leute, Avocado TV hier. Ich bin über das neue Video von Pinkstings Germany gestolpert, dachte mir, das wäre doch eine gute Gelegenheit für einen neuen Kurzkommentar. In der Beschreibung können wir dazu Folgendes lesen. Frauen wollen doch gar keine Karriere machen. Das ist nur einer der typischen Bullshit-Sätze, mit denen Frauen und weiblich gelesene Personen sich herumschlagen. Allein dieser Ausdruck weiblich gelesen. Wie wir solche Aussagen zerlegen können, zeigt uns heute Spiegel-Bestseller-Autorin Alexandra Zykonov in der Hashtag Schule gegen Sexismus. Hier hat sie für uns drei ihrer liebsten Bullshit-Sätze auseinandergenommen. Hier geht's zum Beitrag. Ja, schade nur, dass die Kommentarsektion geschlossen ist. Woran wird das wohl liegen? Vielleicht kriegen die einfach zu viel Hass ab. Naja, muss ich meinen Kommentar wohl in dieser Form abgeben. Auf geht's! Ja, ganz ehrlich, Frauen wollen doch überhaupt gar keine Karriere machen. Wie man Bullshit-Sätze kontert. Schule gegen Sexismus. Ich erwarte nun, dass hier die besten Beispiele, die man auftreiben konnte, präsentiert werden. Denn warum sollte man nicht die besten benutzen, wenn man für sich selbst Werbung machen will? Zum Beispiel beim Thema Gehalt. Da verhandeln die doch viel zu schlecht. Ja, wenn überhaupt. Sollen sie doch mal richtig auf den Tisch hauen. Na, wie wir Männer zum Beispiel. Ja, im Großen und Ganzen betrachtet stimmt diese Aussage. Denn Frauen haben im Vergleich zu Männern ein höheres Maß an sogenannter Agreeableness. Ich übersetze es jetzt einfach mal frei. Es ist das Verlangen bzw. die innere Einstellung, mit seinem Gegenüber übereinzustimmen, um ihm zu gefallen. Und dies ist eine Eigenschaft, welche in Gehaltsverhandlungssituationen einen Nachteil darstellt. Denn dadurch, dass man vom Chef jetzt mehr Geld möchte, ist das ja gerade etwas, was einem Chef nicht gefallen würde. Hinzu kommt, dass Frauen, tendenziell betrachtet, ein erhöhtes Maß an Harmoniebedürftigkeit haben und jene Harmonie in einer Konfrontationssituation wie einer Gehaltsverhandlung gefährdet sehen. Doch, wenn man weiterhin das Opfernarrativ aufrechterhalten will, dann passen diese Punkte halt so gar nicht ins Bild. Ja, das funktioniert nur leider nicht. Hauen Frauen auf den Tisch und sind richtig männlich und aggressiv, werden sie beim Gehalt erst recht abgestraft. Nennt sich Role Congruity Theory. Verhalten sich Frauen oder weiblich gelesene Personen... Frauen oder weiblich gelesene Personen... männlich und aggressiv und hauen auf den Tisch und wollen mehr, wirken sie auf uns unsympathisch und werden erst recht abgestraft. Keine extra Kohle. Das ist ein Strohmann-Argument. Ob Männlein oder Weiblein, ihr sollt euch bei einer Gehaltsverhandlung nicht aggressiv verhalten, sondern selbstbewusst und bestimmend. Ihr sollt klar eure Wünsche und Vorstellungen formulieren, ohne dabei allzu sehr darauf Rücksicht zu nehmen, ob ihr jemandem gefällt. Das Ganze wird so dargestellt, als sei Aggressivität, welches ja ein negativ konnotierter Begriff ist, die entscheidende Eigenschaft. Doch dem ist nicht so. Naja, die müssen ja gar nicht so groß verhandeln. Wenn die von Anfang an in die richtigen Branchen gehen würden, kann ich ja nichts dafür, wenn ihr euch alle Berufe aussucht, die so schlecht bezahlt sind. Und auch dieser Punkt ist sehr einfach geklärt. Männer tendieren dazu, sich technische Berufe auszusuchen, welche wiederum einen höheren wirtschaftlichen Wert haben. Und umgekehrt tendieren Frauen dazu, sich einen Beruf auszusuchen, der weniger technisch ist und somit wirtschaftlich betrachtet weniger relevant. Und somit liegen die Ursachen für Gehaltsunterschiede nicht in Diskriminierung oder dem Patriarchat, sondern sind begründet in den freien Entscheidungen von Männern und Frauen. Ja, nee, es ist genau andersherum. Gehen Frauen in eine Branche, fangen die Gehälter ganz automatisch an zu sinken. Ja, was wiederum damit zusammenhängt, dass Frauen bei Gehaltsverhandlungen schlechter abschneiden. Aber den Punkt hatten wir ja. Aber nicht bei den Männern, sondern nur bei den Frauen. Ist andersherum übrigens genauso. Gehen Männer in eine Branche, steigen die Gehälter auf wundersame Weise. Das heißt, es ist andersherum nicht so, sondern es ist das genaue Gegenteil, aber okay. Beim Programmieren war das zum Beispiel so. Es war früher ein Frauenjob. Warum denn die Anführungszeichen? War es ein Frauenjob, sprich ein Job, der in erster Linie von Frauen gewählt wurde oder nicht? Die Gehälter ziemlich low. Plötzlich wurde es zu dem Wirtschaftsjob überhaupt. Was heißt denn hier plötzlich? Wir reden hier von einem jahrzehntelang andauernden Prozess der Entwicklung neuartiger Technologie, in diesem Fall Computertechnologie. Man hatte erkannt, dass diese wirtschaftlich immer wertvoller und wertvoller wird und dementsprechend gingen auch die Gehälter hoch. Und puff, sind die Gehälter gestiegen. Komisch. Ja, das ist nicht komisch, sondern es ist ganz einfach mit Grundlagen der Ökonomie zu erklären.
Frauen und weiblich gelesene Personen. Frauen und weiblich gelesene Personen. Verdienen auch deswegen so wenig, weil Chefinnenetagen. Chefinnenetagen. Super familienunfreundlich sind. Kaum Teilzeit möglich und hast du mal ein Kind, kann es passieren, dass du am ersten Tag nach der Elternzeit gefeuert wirst. Ja, denn sollen sie halt nicht so lange in Elternzeit gehen. Ja, dann werden sie auch nicht als Glucke abgestempelt und verlieren ihren Job nicht. Bitte. Schön wär's, funktioniert nur leider auch nicht. Studien zeigen, gehen Frauen und weiblich gelesene Personen. Weiblich gelesene Personen. Kürzer in Elternzeit gelten sie leider vor PersonalerInnen als. Was zum Geier sind PersonalerInnen? Intrigant, kaltherzig und illoyal. Einfach weil sie zu kurz in Elternzeit gegangen sind, sagen Studien, nicht ich. Ja, also dann müssen sie halt weniger Kinder kriegen. Und außerdem kann das ja auch jeder für sich entscheiden, ob man so einen Blach haben will oder nicht. Zur Erinnerung, die grundsätzliche Idee in diesem Video besteht darin, Aussagen, die Feministinnen als Bullshit deklarieren, zu kontern bzw. zu widerlegen. Doch was soll an dieser Aussage Bullshit sein? Natürlich steht es Erwachsenen frei, zu entscheiden, ob sich diese Kinder anschaffen wollen oder nicht, entweder auf die konventionelle Art oder, wenn dies nicht gewollt ist oder nicht möglich ist, per Adoption. Ganz kurz, also erstens können und wollen ganz, ganz viele Frauen und weiblich gelesene Personen gar keine Kinder haben. Weiblich gelesene Personen, es geht mir auf den Sack. Und der ist übrigens nicht weiblich, sondern männlich. Punkt 1. Und Punkt 2, was glaubst du eigentlich, wer später deine Rente bezahlt? Wer später mal meine Rente bezahlt? Moment mal. Hieß es vor einiger Zeit nicht noch, dass die Flüchtlinge das übernehmen werden? Du weißt schon, dass ohne Care-Arbeit quasi unser ganzes System zusammenbrechen würde. Ja, natürlich wäre es nicht geil, wenn Frauen von jetzt auf gleich ihre Arbeit fallen ließen. Und das betrifft eben auch sogenannte Care-Arbeit. Doch genau das Gleiche könnte ich über die Arbeit der Männer aussagen. Das bedeutet, diese Aussage alleine hilft uns in dieser Debatte nicht weiter. Und es kann nicht sein, dass sich schon wieder zu mehr als 90% gefühlt Frauen und weiblich gelesene Personen für Care-Arbeit verantwortlich fühlen und nicht Männer. Ja, junge Frau, da wollen wir jetzt mal nicht übertreiben. Kinder kriegen und diese Care-Arbeit, das sind ja immer noch Entscheidungen von jedem selbst, ne? Ja, ob ich mir Kinder anschaffe und ob ich sogenannter Care-Arbeit nachgehe und in welchem Maß, das liegt einfach an meiner Eigenverantwortung und meinen persönlichen Entscheidungen. Was soll an der Aussage schon wieder falsch sein? Okay, Moment, ganz kurz. Ohne Care-Arbeit hätten wir Babys, die würden verhungern. Wir hätten kleine Kinder, die würden ohne Aufsicht auf die Straße rennen, von Autos überrollt werden. Wir hätten Alte, die herumliegen in ihren Exkrementen. Niemand würde sich um sie kümmern. Ja, aber wir hätten keine saubere Bettwäsche, kein warmes Essen, nichts zu trinken, keine sauberen Hemden fürs Büro, kein kaltes Bierchen am Feierabend. Nichts würde ohne Care-Arbeit funktionieren, ne? Das hier nennt man übrigens ein non sequitur aus dem lateinischen es folgt nicht. Denn die Antwort, in Anführungszeichen, hängt logisch nicht mit der davor getätigten Aussage zusammen. Die Behauptung lautete nicht, dass Care-Arbeit gar keinen Wert habe, sondern bestand lediglich in der Feststellung, dass Erwachsene grundsätzlich selbstständig entscheiden können, ob sie sich Kinder anschaffen oder Care-Arbeit nachgehen. Das heißt, hier wurde eine Frage beantwortet, die niemand gestellt hat. Ohne Care-Arbeit würden all unsere Ehemänner, Väter, Brüder nicht erholt und wohl ausgeschlafen zur Arbeit zurückgehen können. Sie könnten nicht die Güter produzieren, die wir alle für den Kapitalismus brauchen. Ohne Care-Arbeit würde das komplette System zusammenbrechen. Und es behauptet auch keiner, dass Care-Arbeit keinen Wert hat. Na, was los, Günther? Ist die Luft raus? Ist ja auch ein bisschen kompliziert, ne? Behauptet die, nachdem sie ein Musterbeispiel für einen Logikfehler abgeliefert hat. Wie man noch mehr solcher Bullshit-Sätze zerlegt, lest ihr in der Schule gegen Sexismus von Pinkstinks. Absurderweise übrigens, ne? Ich habe neulich gelesen, dass Frauen in Blockbustern öfter Pilates machen, als dass sie einem Job nachgehen. Ich meine... Nein, Frau Zirkunov, das hat mich nicht überzeugt. Da, wo ich herkomme, nennt man sowas ein Eigentor. Gleichzeitig denke ich mir, eigentlich war es doch eine recht entspannte und lockere Übung in Sachen Logik bzw. Fehler darin zu erkennen. Avocado over and out. So blöd kann keiner sein!